meinen vierjährigen Sohn, diese Geschichte. Weil bei einem vierjährigen Sohn ist es so, dass die zunehmend lernen, ihren eigenen Willen auch gegen die Elternschaft aufzubringen, also deutlich zu machen. Und ich versuche natürlich, mein Kind zu erziehen auf Autonomie hin. Da sind wir, wie Sie, glaube ich, ganz, also sind wir uns, glaube ich, einer Meinung, dass es hier um ein aufklärerisches Erbe, das ganz deutlich motiviert ist über Kant, auch jetzt noch versuchen zu realisieren, in dem Sinn, dass wir uns vorstellen, Menschen sollen selbst sich moralischen, also aus Überzeugung moralischen Normen unterwerfen, aus eigenen Gründen. Und da versucht man natürlich als Elternteil sehr viel. Und da bin ich skeptisch mit Ihrer Position, weil da gehe ich jetzt auseinander. Sie müssen da kurz ein bisschen den Gedanken mitmachen. Ich hätte es Ihnen gerne aufgezeichnet. Tut mir immer leichter. Aber wenn wir jetzt sagen, mein vierjähriger Sohn hat keine Autonomie, ja, dann würde das in meinem Verhältnis zu meinem Sohn nichts ändern. In meiner Wertschätzung ihm gegenüber. Und ein ähnliches Problem sehe ich auch in der Tierethik. Also da bin ich einer, der an der Stelle, was wir in der Fachsprache den moralischen Individualismus gerne kritisiert, wenn wir versuchen, unsere moralischen Verantwortlichkeiten auf der Grundlage von empirisch feststellbaren Eigenschaften und Fähigkeiten, also auf dieser Eigenschaften- und Fähigkeitenbasis aufzubauen. Weil mir mein Erleben der Moralität auch was anderes zeigt. Es ist nämlich gerade umgekehrt in meinem, wir können da gerne drüber diskutieren, wenn ein Wesen keine Autonomie hat oder kein großes Selbstbewusstsein oder nicht so hoch kognitiv begabt ist, gerade dann muss ich ja umso mehr auf dieses Wesen Acht geben und Sorge für es tragen. In der Argumentation, das ist sozusagen meine, auch ein Stück weit Kritik, die ich gerne auch noch mit Ihnen schärfen möchte oder die wir auch sportlich, glaube ich, dann noch diskutieren können. Wenn man die Autonomie und den Personenbegriff an die Spitze setzt und dann versucht, die Tiere sozusagen hin anzugleichen, ja, dann läuft man meines Erachtens Gefahr, dass man nur noch jene Wesen sehr stark schützt oder moralisch relevant schützt, die eben diesem Personenbegriff nahe kommen. Und alle anderen, nehmen Sie jetzt Insekten, Schnecken, Fische, Affen, ja, bei Affen wissen wir kein Problem, Hunde wissen wir genau auch kein Problem, Katzen sind uns schon immer so sicher, weil die nicht so folgen, aber weiß ich nicht. Also je näher wir dann zu diesem Personenbegriff hinkommen, umso leichter, umso größer wird unser Schutzbedürfnis diesen Tieren gegenüber. Und da bin ich eben skeptisch, weil ich in der Moralität, auch in der zwischenmenschlichen Moral, genau das andere erfahre. Umso weniger Fähigkeiten, umso mehr schützenswert werden diese Wesen. Und da bin ich mir, also auch in meiner Forschung, nicht so sicher, in welche Richtung sich die Debatte entwickeln wird. Und so komme ich noch zu einem abschließenden Punkt, den ich noch mit für die Diskussion mir vorgenommen habe einzubringen, nämlich das, was man wissensbasierten Tierschutz oder anekdotenbasierten Tierschutz vielleicht nennen könnte. Würde mich auch interessieren, wenn Sie als Wissenschaftler sich dazu verhalten müssen. Ich habe Ihr Buch und die Erfahrungen mit Kuxi als einen sehr schönen Lebensbericht oder eine Beschreibung einer Welt, die Sie teilen mit Kuxi, gelesen. Und Sie haben relativ hart Wissenschaftler kritisiert, die messen, wenn es um Stressmessungen und so weiter geht. Und da bin ich genauso skeptisch wie Sie, dass ich sage, ja, wissenschaftliche Methoden haben es immer nur mit dem Partikulären, immer nur mit einem Ausschnitt der Wirklichkeit zu tun. Ja klar, weil nur, wenn ich die Methode schärfe und auf einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit schaue, nur dann kann ich diesen Ausschnitt auch sinnvoll bearbeiten und etwas lernen dabei. Im Kontext der Wissenschaft. Und es ist immer so, dass Leute mit Intuitionen oder mit neuen Erfahrungen auf Wissenschaft zugehen und sagen, hey Moment, ihr habt da was ganz Grobes, ganz was Wesentliches übersehen. Und so lese ich Ihr Buch auf. Dass man sagt, hey, wir haben einen Erfahrungsreichtum im Umgang mit Tieren, der von Wissenschaft nur tangiert wird eigentlich. Und da fand ich einen Twist in Ihrem Vortrag sehr spannend, weil Sie dann natürlich schon auch naturwissenschaftliche Argumente als Stütze verwenden in Ihrem Argument. Und auf der anderen Seite dieses, was man Animal Welfare Konzept nennen kann, also die Vermeidung von Leid, von Stress, als reduktionistisches Konzept.
Und da bin ich mir nicht sicher, ob man diese Erlebniswelt, die Sie beschreiben, überhaupt mit wissenschaftlichen Methoden fassen kann. Und dann kommt sozusagen die Grundsatzfrage, und deswegen mache ich Tierethik und nicht Tierschutz, weil ich an der Stelle sage, jetzt wird es für mich als Ethiker interessant, weil jetzt stellt sich die Frage, bleiben wir in einem wissenschaftsbasierten Weltbild oder gehen wir über in ein nicht wissenschaftlich basiertes Weltbild mit den Konsequenzen, die es da hat. Es ist sehr schwierig, gerade in diesem Bereich dazwischen zu vermitteln, scheint mir zumindest. Bin ich gespannt auf die Diskussion. Aber ich glaube, wenn es um Regelungen geht, die eine ganze Gesellschaft und noch mehr, Sie haben auch über die Tierversuchsverordnung gesprochen und die Richtlinie, dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich auch, und das hat auch viel mit Kant zu tun, in einer Debatte und in einem Weltbild gefangen, vielleicht muss man das überdenken, aber trotzdem, aktuell würden wir politische Entscheidungen, die Tendenz ist, dass wir politische Entscheidungen gerne wissenschaftsbasiert haben. Und dieser Zusammenhang, der würde mich auch noch interessieren für die Diskussion. Aber damit belasse ich es auch, damit wir auch Ihre Anliegen in den Mittel haben. Wir reden über die. Ich habe es verstanden. So. Wir geben nochmal kurz 5 Minuten. Schaffst du das in 5 Minuten kurz zu replizieren? Ja. Also 5 Minuten und dann machen wir es quasi. Ja, weiß. Wir können ihn und dann. Und dann nicht 2 Minuten? Ja, ich finde es schon gut, wenn man ein paar dieser Themen ein bisschen ausarbeitet. Es ist jetzt natürlich eine Fülle gekommen, ich weiß nicht, ob ich die alle so aufgreifen kann, aber zunächst mal der letzte, weil er mir ein großes Anliegen ist. Also ich bin auf jeden Fall 100% dafür, dass man Gesetzgebung auf naturwissenschaftlicher Basis macht und mittels fachlichen Argumenten und nicht, dass sich in die Metaphysik verliert. Ich habe nur ein Problem damit, dass man Tiere im behavioristischen Sinn auf so Reizreaktionsmaschinen reduziert, die halt ein Potenzial haben, etwas zu fühlen, das mäßig via Stress, am besten mit irgendwelchen Chemikalien, die sie im Blut ausschütten, und versuche nicht, das Bewusstsein als vollständiges Phänomen zu fassen. Ich glaube nämlich schon, dass das Bewusstsein ein naturwissenschaftliches Phänomen ist. Ich glaube, dass man es auch naturwissenschaftlich verstehen kann. Es ist allerdings richtig, dass wir es momentan in vieler Hinsicht nicht vollständig, also vollständig gar nicht, aber nicht ausreichend verstehen. Aber ich habe eben dort das Problem, wo man Tiere behavioristisch reduziert, aber Menschen nicht. Bei Menschen andere Aspekte zulässt, während, also psychologische zum Beispiel, während bei Tieren alles auf solche mechanistischen Erklärungen hinauslaufen soll. Und ich argumentiere dafür, dass man eben auch bei Tieren diese behavioristische Zwangsjacke aufbrechen sollte und weiterschauen. Und das passiert ja auch zum Teil. Ich meine, Jane Goodall, jeder Mensch würde sagen, das ist eine Naturwissenschaftlerin, und die hat uns ja gelehrt, dass Schimpansen weit mehr können, als nur irgendwelche Reizreaktionen befolgen. Es gibt ja Forschung über Kultur bei Schimpansen und Traditionsvermittlung und Rituale. Wir hatten diesen Vortrag über die Wild Cultures beim Tierrechtskongress, wo eben hier detailliertes gesagt wurde, was das für spannende Wesen sind. Und das ist ein Zugang, der auf naturwissenschaftliche Weise in meinen Augen diese Palette wesentlich erweitert. Also ich glaube schon, wie gesagt, dass Bewusstsein und Freiheit letztlich Begriffe sind, die man auch naturwissenschaftlich fassen und einbeziehen kann in eine Gesetzgebung. Es war dann noch die Frage des Personenbegriffs. Also irgendwie der Gedanke, dass der Anspruch ist, Tiere müssen einem sozusagen menschlichen Personenbegriff entsprechen, und nur wenn sie das tun, dann, oder je mehr sie das tun, desto eher werden sie berücksichtigt. Also so würde ich das jedenfalls nicht sehen wollen. Ich meine, dass die zentrale Frage ist dieses Wesen, das mir gegenübersteht, ein Wesen, das bewusst Entscheidungen fällen kann, das also sich selbst Zwecke setzen kann und sagen, meine Entscheidung, meine bewusste Entscheidung ist, ich möchte diese Linie verfolgen. In diesem Augenblick, auch wenn das nur ganz selten ist oder in einem gewissen Rahmen,
In diesem Augenblick ist das für mich eine vollwertige Person. Nicht eine halbe, nicht eine Viertel, nicht so fast Mensch, sondern vollwertig. Weil das ist eine bewusste Entscheidung, die ist sozusagen frei im Sinne einer bewussten Entscheidung, so wie halt Menschen frei entscheiden, ohne sich jetzt auf die Frage des Determinismus da einbegeben zu wollen. Aber es ist eine freie Entscheidung und die ist zu respektieren. Es gibt keinen Grund, den müsste ich ja sozusagen aus irgendeinem höheren metaphysischen Begründungszusammenhang ziehen. Es gibt keinen Grund zu sagen, deine Entscheidung ist weniger relevant als deine, sondern zum Beispiel, weil du weniger gut Person bist, sondern in dem Augenblick, wo es die freie Entscheidung gibt, ist die zu respektieren. Freiheit bedeutet, also Ethik bedeutet, die Freiheit von anderen Wesen voll zu respektieren. Erst dort, wo Konflikte entstehen und die Freiheit anderer eingeschränkt wird, muss man eingreifen. Aber bis dahin ist diese Freiheit zu respektieren. Und das führt schon zu diesem anderen Punkt, der da angeführt wurde, nämlich der Frage, ob man die Tiere sozusagen nicht überlastet, indem man ihnen diese Freiheit zugesteht oder anerkennt, diese Freiheit, aber dann gleichzeitig auch ihre Schuld anerkennen müsste. Weil wenn sie frei sich falsch entscheiden, dann sind sie ja sozusagen schuldig und dann müssten sie auch bestraft werden können. Ich glaube, es ist wichtig, sich klar zu sein, dass diese Vernunft oder auch diese ethische Reflexion nie ganz oder gar nicht ist, sondern eben graduell sich meinetwegen evolutionär entwickelt, vielleicht auch entwickelt in dem Erwachsenwerden oder in der Werdung, Selbstwerdung einer Person. Und dass es daher für einen Hund sehr wohl eine eingeschränkte, würde man sagen, normative Selbstbestimmung gibt. Die beginnt dort, wo das Wesen bewusst auf sein Handeln Einfluss nimmt und sagt, das tue ich jetzt nicht. Bewusst entscheidet, das tue ich jetzt nicht, sondern ich tue das. In dem Augenblick beginnt sozusagen eine eingeschränkte moralische Entscheidung. Dann beginnen auch Werte, weil zum Beispiel Don Guxi, wie ich versucht habe darzustellen, behaupte ich, er gibt unserer Beziehung einen hohen Wert. Und daher orientiert er sein Verhalten daran. Und das ist sozusagen seine Ethik, nicht? Also an dieser Beziehung und am Halt der Beziehung sein Verhalten orientiert. Jetzt kann man fragen, beginnt dann nicht die Strafe? Naja, also ich bin nicht sein Chef, insofern steht mir Strafen gar nicht zu. Ich bin ja wie mit einem anderen Menschen in so einer egalitären Beziehung. Ich kann also nur sagen, wenn du so handelst, finde ich das entsetzlich und dann bin ich traurig oder dann bin ich wütend oder dann bin ich echt unglücklich und dann möchte ich mit dir jetzt einmal nichts zu tun haben. Solche Sachen, nicht so Ich-Botschaften. Und das mache ich natürlich. Auf diese Weise setzen wir uns auseinander und auf diese Weise tun wir uns unsere sozialen Regeln entwickeln. Nicht? Also wenn ihm eine Regel sehr wichtig ist, dann bestehe ich darauf, auch gegen meinen sozusagen Widerstand und setze sie dann durch. Ein Beispiel wäre, dass er sehr gerne, aus welchem Grund auch immer, sich in Aas- und Kuhfladen wälzt. Und das begeistert mich natürlich nicht, insbesondere wenn er dann herkommt, voll mit diesem Zeug, das steht ganz entsetzlich. Aber ich meine, es ist ihm so wichtig, dass ich jetzt sage, okay, das ist deine Entscheidung, mach das. Ja. Also ich, zu unseren Regeln gehört nicht, dass er das nicht kann, sondern das kann er sehr wohl machen. Oder ein anderes Beispiel ist, dass er so Müsli-Sticks hat, dass er die unbedingt vergraben will. Ich könnte denken, also das habe ich gekauft, das ist ja, wozu willst du das im Himmel vergraben? Das findest du ja nie wieder. Aber der macht es einfach gern und deswegen ist das seine Entscheidung. Also vergrabt er die Müsli. Okay, also auf diese Weise raufen wir uns zusammen. Auf diese Weise gibt es halt nicht die Frage von Strafe, aber natürlich die Frage von Konsequenzen, die er tragen muss, nicht? Also er macht das und dann bin ich unglücklich mit ihm und diese Konsequenz, dass er dass unsere Beziehung einen Knacks bekommt, die muss er tragen. Aber dass es hier so eine kontinuierliche Entwicklung von so einem Moralverständnis gibt, das sieht man ja auch in der Entwicklung von menschlichen Kindern, wie Sie das gesagt haben. Ab welchem Zeitpunkt sagt man, die sind jetzt voll moralisch und man darf sie bestrafen, vielleicht als Staat, oder ab wo nicht. Und das ist ja sehr willkürlich, das hat auch über die Geschichte ständig gewechselt, nicht? Wie hoch man das ansetzt, nicht? Weil es sind ja irgendwo auch 10-Jährige in Haft, höre ich, in England. Also das ist graduell, entwickelt sich graduell. Und warum, was sich in der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen entwickelt, kann sich auch in der Evolution graduell entwickeln. Nicht? Da ist eben ein beschränkt moralisch handelndes Wesen, das nicht voll moralisch verantwortlich ist. Und genau dort identifiziere ich den sozusagen Fehler von Immanuel Kant, dass er eben davon ausgeht, Vernunft ganz oder gar nicht, sozusagen moralische Verantwortung ganz oder gar nicht, und nicht sieht, dass es hier diese graduelle Entwicklung gibt. Und deswegen gibt es eine Differenzierung zwischen der Anerkennung eines Wesens als Person und als Zweck an sich und
der Forderung für dieses Wesen, den kategorischen Imperativ selbst zu entdecken und dann aus Respekt vor der eigenen Rationalität zu verfolgen. Das fällt nicht zusammen, wenn Vernunft sich graduell entwickelt, sondern das klafft auseinander. Man kann durchaus ein Wesen sein, das schon ein Zweck an sich ist, aber nicht den kategorischen Imperativ verstehen kann. Und das würde ich sagen, ist bei Kuxis so nicht. Der ist ein Zweck an sich, ist daher zu respektieren und seine Freiheit zu respektieren, aber er ist nicht, er muss nicht den kategorischen Imperativ befolgen, weil er das nicht nachvollziehen kann, dafür zu wenig abstrakt reflektieren kann, um das zu verstehen. Und, ja, und dieser Aspekt fehlt mir bei Kant und das, führt in meinen Augen dazu, dass man eben differenzieren muss zwischen Moral Patient und Moral Agent, wie das schon Leonard Nelson eigentlich vorgeschlagen hat. Okay. Wendet ihr ganz gut? Ganz gern. Das ist eine, wir haben heute eine sehr spannende Diskussion gehabt über Kant mit einem dieser Doktoranden von mir. Da gibt es eine Möglichkeit übrigens, wo Kant wirklich in das Problem kommen könnte, dass er auch Tiere mit hineinnehmen müsste, mit den Potenzialitäten. Genau wie es geschildert hat, Generalisierung. Ja. Also da gibt es eine Stelle, das ist nur eine Klarstellung, also eine Anmerkung, aber eine Frage erlauben Sie mir direkt zurück. Verlangen Sie von Kuxibam, dass er Ihnen kommuniziert, wofür er sich entscheidet? Oder, also verlangen Sie das von Kuxi? Oder ist es nicht doch etwas, was Sie in Ihrer Beschreibung auf den Kuxi legen? Also woher wissen Sie, dass das echt ist? Echt, das ist keine Suggestivfrage. Ich möchte wirklich wissen, wie Sie darüber nachdenken. Weil es mich dieses Phänomen natürlich sehr interessiert. Wie komme ich zu einem Abgleich zwischen diesen zwei Bewusstseinen, von denen Sie ja ausgehen? Jetzt einmal ein Selbstbewusstsein und sagen, okay, der Kuxi entscheidet sich so, was weiß ich jetzt? Ja, wie kommen Sie zu diesem Abgleich, dass Sie das wissen? Ich würde sagen, okay, ich muss die Verantwortung übernehmen in der Mensch-Tier-Beziehung, ich muss für meine Interpretation des Verhaltens Verantwortung übernehmen. Ihre Position gefällt mir viel besser, weil da kann ich nicht schuldig werden. Da kann ich immer sagen, ja, das wollte doch das Viech so. Also, ja, auf gut Deutsch. Und daran knüpft sich natürlich die Frage, am Ende des Lebens von seinem selbstbewussten autonomen Wesen, würden Sie für Leidvermeidung oder für Autonomie votieren? Also sind Sie für aktive Sterbehilfe bei Tieren oder nicht? Also wenn dieser Autonomiebegriff so stark ist, dann kulminiert das in der Frage, dass am Ende des Lebens zwei Prinzipien konfligieren können, nämlich Autonomie im Sinne von ich zerstöre, beende autonomes Leben, wie bei die Debatte brauche ich Ihnen nicht erklärt, und auf der anderen Seite Leidvermeidung. Ich würde, sage ich auch gleich, sagen, weil ich immer die Verantwortung übernehmen muss für die Interpretation, würde ich die Leidvermeidung wählen bei Tieren und gegen das autonome Leben, selbst wenn es autonom ist oder mutmaßlich autonom ist, ich würde die Leidvermeidung, die Verkürzung. Ja, dazu möchte ich entschuldigen, damit es jetzt. Aber das muss ich jetzt schon. Ich setze jetzt eine wichtige Frage offen. Ja, das Befehl auf mich davon. Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, dass Ihr Pferd einen Begriff, also Ihr Pferdefreund in der Jugend, einen Begriff von links oder rechts hat. Ich assoziiere damit, dass Sie da irgendwie von einem sprachlichen Begriff, also von dem, was wir als sprachlichen Begriff links oder rechts fassen, jetzt nicht politisch natürlich, sondern links oder rechts fassen. Und ich fühle also irgendwie heraus, dass Sie auch das meinen, wenn Sie sagen, ja, ich weiß ja nicht, was der wirklich will. Bei ihm weiß ich, der sagt mir einfach, ich habe jetzt gerade Angst, dann sage ich, ach so, das verstehe ich, jetzt bin ich mir sicher, er hat es ja gesagt. De facto gibt es da eine Reihe von Problemen, er kann mich ja anlügen, er kann einen ganz anderen Begriff von Angst haben, er kann glauben, Angst ist das, was ich als Freude bezeichne. Also ich meine, irgendwie müssen wir zuerst einmal abgleichen, was meinst du mit Angst, was meine ich mit Angst. Und das macht man ja erst wieder durch eine Körpersprache, glaube ich nicht. Also er erlebt als Kind, andere Leute, die Angst haben, seine Spiegelrollen sagen, hey, das kenne ich, das Gefühl, und dann sagen sie, das ist Angst, und sagt, so, das ist Angst, ja, das kenne ich bei mir. Und so adaptieren wir uns aneinander. Das heißt, die Basis ist das die nichtsprachliche Kommunikation, auf der wir dann die sprachliche als besseres Kommunikationsmittel aufbauen.
Aber seine Ehrlichkeit ist die Körpersprache, wenn er vor Angst schlottert und sagt, ich habe überhaupt keine Angst, dann sage ich, ja, ja, Blödsinn, nicht? Also das verstehe ich dann sehr genau, weil ich die Körpersprache interpretiere und die eigentlich die Grundlage unserer Kommunikation ist, obwohl man natürlich körpersprachlich gewisse abstrakte Inhalte nicht kommunizieren kann, klar. Aber die Grundlage, um zu diesen Begriffen zu kommen, ist die Körpersprache. Und die habe ich mit ihm ja sehr genau. Wir tun uns ja körpersprachlich wahnsinnig aufeinander einstimmen. Und ich habe schon eine Falsifizierung von meinen sozusagen Theorien über seine Gefühlslage oder seine Intentionen, weil er macht das ja dann und er handelt ja dann. Und wenn ich ganz was anderes erwarte, dann werde ich sagen, ja, okay, das war ein Blödsinn. Oder er erwartet ganz was anderes von mir und dann... haben wir halt Probleme, insbesondere wenn wir von einer gemeinsamen Entscheidung abhängig sind. Und ich erwarte zum Beispiel, er geht weg, macht er manchmal, wenn wir so ein Zelt aufstellen, geht er wandern eine Stunde und dann erwarte ich, also er kommt wieder, wenn ich mir denke, in Wirklichkeit hat er jetzt für immer auf Wiedersehen gesagt, dann werde ich es auch merken. Nicht? Also es ist eine Art Falsifikation möglich. Ja? Und es gibt ja sehr viele solche Situationen, wo man das merkt und wo man so richtig einen Einblick in die Hundeseele bekommt. Also ein Beispiel von vielen, ja, jetzt gerade erst letzten Sonntag von der Woche, waren wir in einer Berghütte und ich habe also ein bisschen Holz geschnitten, damit wir netzen können, was ihn überhaupt nicht interessiert, aber mich doch ein bisschen im Winter. Und er steht also neben mir beim Holzschneiden und sagt es mir, fahr. Und dann geht er in den Wald spazieren, im Dunkeln. Und ich denke mir, okay, schneid das Holz fertig, dann denke ich mir, würde ich auch gerne eigentlich wandern gehen, wo ist denn der? Und dann gehe ich ein bisschen so spazieren und nach einer Viertelstunde treffe ich ihn zufällig. Und er grabt gerade im Boden, also in seinem Schnee, sieht mich, seine Flopperohren klappern, er rennt zu mir her, begrüßt mich freundlich und dann geht wieder zurück graben. Und ich schaue mir ein bisschen zu und jetzt denke ich mir, es ist ein bisschen fad und gehe dann so wandern. Und er lässt mich einfach davon gehen. Ja, ich gehe und dann nach einer Dreiviertelstunde komme ich zur Hütte zurück und dann eine Viertelstunde später kommt er. Also eine ganz interessante Geschichte, nicht, dass wenn wir gemeinsam weggehen, würden wir uns nie